Hallo zusammen, hier startet jetzt das Video Radtour Richtung Fronten und dann durch Fronten hindurch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und schaut euch das Ganze dann genüsslich an. Also dranbleiben. Ja, ich radel jetzt hier durch den ersten Ort und bewundere wieder dieses Holzkunstwerk, wenn die hier bauen. Das ist echt toll. Jetzt geht es hier entlang der Wälder über so Wirtschaftswege weiter Richtung Fronten. Ist ein Traumwetter. Ein purer Genuss, würde ich sagen. Und auch die Wanderer, die einem schon hier entgegenkommen, ist immer alle freundlich. Teilweise schon rote Gesichter vor Kälte. Ha? Habt ihr das Knacken hören? Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich musste einmal durch diese Eispfütze fahren. Das macht aber auch einen Spaß hier. Es sollen heute angeblich bis zu 12 Grad werden. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil wir noch unter Null haben. Aber so wie die Sonne jetzt schon scheint, ist das durchaus möglich. Und ich kann den Blick nicht von den Bergen hier lassen. Ich habe eher so das Gefühl, ich bin so ein bisschen Küstenkind, aber manchmal auch Bergziege. Ich bin gerade mal wieder so ein bisschen vom Weg weg, weil ich hier das Wasser so ein bisschen in der Sonne glitzern sehen habe. Ist jetzt nicht ganz so toll, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem wieder ein kleines Erlebnis. Jetzt muss ich zurück da hinten auf den Weg. Manchmal denke ich mir, es sollte eine Rubrik geben bei YouTube, Kurioses am Wegesrand. Wie ihr vielleicht ganz gut hören könnt, Fronten läutet schon die Glocken. Da ich ja jetzt in die Stadt komme und dort werde ich euch dann mal so meiner Meinung nach die schönsten Ecken kurz zeigen. Weil so riesig ist ja Fronten selber auch nicht. Hat viele kleine Ortsteile, die ganz schnucklig sind, aber nahezu identisch vom Baustil. Deswegen, das was ich bis jetzt gezeigt habe, ist gut und jetzt kommt gleich Fronten selber. Hier vorab schon mal ein kleiner Blick auf den Kirchturm von Fronten. Weil man den nachher in der Dorfmitte im Grunde gar nicht mehr filmen kann aufgrund seiner Größe. Aber das nur kurz vorab, bevor ich jetzt direkt in den Ort fahre. Was vielleicht den einen oder anderen noch interessiert, dass hier diese Berge rundum, das fängt links an da mit diesem kleinen Hügel, den man sieht, der Zweierkopf, daneben der Einerkopf, dann der Falkenstein, Schloss Angeralb, Karetschgrofen, große Schlicke, die Göllespitze, Roter Stein, Rossberg, Brentenjoch, Breitenbahn, Aggenstein, Breitenberg. Das ist im Grunde jetzt hier die Mitte Breitenberg. Darunter gelegen Tiroler Stadel, dann kommt die schwarze Wand hier unten. Und daneben geht es dann weiter mit dem Achtal hier, wo man dann wieder auf 1297 Meter ist. Und am Ende sieht man dann den großen Josberg dort ungefähr. Ich denke, das war von der Info ganz okay. So, jetzt hier in Fronten angekommen, würde ich gerne beginnen mit dem Bahnhof Fronten. Beziehungsweise Frontenried steht jetzt hier. Aber an dem Hauptgebäude steht Fronten und Grüß Gott in Fronten. So einmal das Ganze schön von vorne hier zu sehen. Und von hier einen schönen Blick auf diese traditionellen Holzhäuser mit der Kirche im Hintergrund. So, kleinste Gang und dann hier entlang dieser Häuser. Ein Traum. Und auch die Kirche da mit dem Licht und den Farben. Einfach herrlich. Aber erstmal hier hochkämpfen. Wenn man den Berg hochkommt,
hat man hier einen herrlichen Blick auf Haus Engel. Und hier einmal die Seitenansicht von der Kirche. Im Schwenk natürlich, weil es uns nicht drauf passt. Sehr schön. Also die Farben gefallen mir unheimlich. Ja, das ist der Ortskern. Eher schlicht, nenne ich es mal ganz vorsichtig. Und in der zweiten Reihe sind im Grunde auch nur noch Wohnhäuser oder der Bahnhof halt. Hier auf der gegenüberliegenden Seite das Rathaus finde ich auch noch sehr sehenswert. Vielleicht von hier ohne Sonne noch mal besser zu erkennen. In der gegenüberliegenden Straße ist hier das Haus des Gastes, was aber samstags und sonntags geschlossen hat. Finde ich auch merkwürdig, weil Touristen sind ja gerne auch mal am Wochenende da. Dass man da zumindest so eine abgespeckte Besetzung hat, wäre ganz wünschenswert, finde ich. Geht es jetzt Richtung Kurpark und Eisstadion. Und das ist auch ein Blick wert, denke ich mal. Zwar sehr eingefriedet durch die Mauern rechts und links, aber hat trotzdem was Schönes. Und natürlich auch in die andere Flussrichtung. Sehr schön hier in dem Kurpark, ein Abenteuerspielplatz mit Hängebrücke, ein Wasserlauf. Also das ist doch für die Kinder garantiert der Knaller. Und diese Seilbahn führt sogar über diesen kleinen Wasserlauf drüber. Da kriege selbst ich das Grinsen im Gesicht. Als großes Kind. Ach, da hinten ist noch mehr, ja. Also so ein Spielplatz in einem Kurpark finde ich super. Ist ja auch eher die Ausnahme. Ja, dann hier die Eissporthalle, Restaurant-Eissporthalle. Und dann geht es weiter durch den Kurpark, wo von Mai bis Oktober von 11 bis 12 Uhr immer ein Standkonzert stattfindet, hier in dem öffentlichen Bereich. Ah, und da ist ein Eichhörnchen. Sehe ich es noch? Sehe ich es noch? Da ist es. Seht ihr es auch? Na, jetzt habe ich es erschrocken. Ah, es ist noch okay. Der kleine pelzige Nager. Ja, dich meine ich. Ja, jetzt nach dem Eichhörnchen dann hier nochmal zu der Freilichtbühne. Und auf der Seite, ach, da fahre ich gleich nochmal rüber. Erstmal hier vorab das Kunstwerk, wo normalerweise auch so ein Wasserspiel stattfindet, wie das aussieht. Und hier die Mühle. Von hier deutlich besser zu sehen. Wenn das mit der Sonne auch passt bei euch. Wenn ihr das so schaut. Da ist der Wasserlauf, der hier so rüberführt. Und dann hier entlang der Mühlräder. Und so schaut es von hier aus. Mit der Mühle. Ist gar keine Mühle gewesen, sondern eine alte Hammerschmiede. Dort nochmal so ein Buhlfeld. Dann wieder Kunst am Wegesrand, nenne ich es ja immer gerne. Und hier vorne so ein Tretbecken. Das hat schon alles was hier. Hier nochmal so ein Bug, wo man dann Richtung Flussrichtung schauen kann. Schöner kleiner Kurpark, muss ich sagen. Gefällt mir. Das ist das alte Jagdhaus hier von der Rückseite. Einmal gezeigt. Und hier bei schönstem Sonnenschein die Front. Die wussten zu der Zeit schon, wie man schön baut. Es kann sich definitiv alles sehen lassen hier. So, hier vor mir jetzt die evangelische Auferstehungskirche. Ich meine, Schönheit ist relativ, aber ich finde die schon sehr düster, wie das da so präsentiert wird. Ich will nicht ganz nah ran, weil da gerade Leute rauskommen aus dem Gebäude. Aber es ist schon recht finster. Weil die auch so mit dem Beton bis unten auf den Boden gezogen ist und dem Dach. Naja. Ist nur meine Meinung. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Da versteht ihr vielleicht, was ich meinte, dass das so düster wirkt. Was mich begeistert, ist hier der Kräuterwerkstatt und der Teeturm.
erstmal optisch sehr ansprechendes Gebäude und sieht auch sehr gemütlich aus. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier bei meinen kleinen pelzigen Freunden und würde sagen, das war's mit Frontenried. Ich bin jetzt wieder außerhalb des Ortes, unterhalb dieses schönen Bergmassives, was mich jedes Mal reizt und ich euch das jedes Mal sage, aber ihr seht ja immer nur sonntags die Videos, daher wird es nicht ganz so dramatisch sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Markus aus dem Allgäu.